eine Gruppe von 4 geflüchteten Jugendlichen auf der Piazza von einem älteren Mann angegriffen, also in Karo, im Nebenbezirk hier. Dieser verschwand und kam mit 10 bis 15 Menschen wieder, die die 4 Jugendlichen schlugen. Diese flüchteten, einer floh in den benachbarten Imbiss. Als die Angreifer in den Imbiss kamen, zog der Betroffene einen Schlüssel. Die Verfolger dachten, es wäre ein Messer und brachten den Betroffenen zu Boden. Die Polizei kam und nahm den Geflüchteten fest und es gab eine Anzeige gegen diese Person. Nach dem Vorfall kam es in den sozialen Medien bei Facebook zu einer Täter-Opfer-Umkehrung. Hier wurde davon gesprochen, dass 20 sogenannte Ausländer, 4 sogenannte Deutsche, durch Karo gejagt hätten. Die Polizei bestätigt, dass es diesen Tatbestand nie gegeben hat. Jedoch wurde sich in den sozialen Medien zu dem darauf folgenden Samstag auf der Piazza verabredet, um denen zu zeigen, was in Karo Phase ist. Die Polizei wurde daraufhin informiert und war an dem besagten Samstag mit Streifenwagen vor Ort, aber nichts passierte. Die NPD hat lange nichts von dem Vorfall mitbekommen. Sie reagierte erst 1,5 Wochen nach dem Vorfall mit einer sogenannten Kiezstreife. Es besteht keine Verbindung zu der NPD-Neonazi-Clique und den Jugendlichen auf dem Piazza. Ebenso nicht zu dem älteren Täter. Die NPD führte einen Infostand am 31.03. durch und vorab gab es mehrere NPD- und JN-Aufkleber und Schmierereien in Karo. Darüber hinaus wurde uns gemeldet, dass ein Busfahrer, einer Person of Color und einen Fluchthintergrund hat, nicht an einer Haltestelle gehalten hat, obwohl diese den Halteknopf gedrückt hatte und verbal artikuliert hatte, anhalten zu wollen. Der Busfahrer ist wohl schon mit ähnlichen Aktionen in Karo und Buch aufgefallen. Der Vorfall wurde der BVG gemeldet, die sich dafür entschuldigt hat. Eine weitere rassistische Belästigung folgte in Buch. Diese rassistischen Vorfälle sind Alltag für People of Color und geflüchtete Personen in diesem Kiez. Dies wollen wir nicht hinnehmen und müssen darauf aufmerksam machen. Kein Raum für die NPD und diesen Rassismus. Hinter euch, das Verbot, Widerstand an jeder.